Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Christoph. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Grace Solaris, wir erwachen aus einem Traum. 28. Oktober 2022, übersetzt von Max. Mit der bevorstehenden Vollmondfinsternis in Konjunktion mit Uranus ist ein Ausbruch von festgefahrenen Emotionen und starrer Energie vorprogrammiert. Seid bereit, dass euch der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Wir können nicht länger am Flussufer der festgefahrenen Emotionen in unserem Schmerzkörper festhalten. Wir müssen loslassen und lernen, dem Fluss zu vertrauen, als die Lichtleiter, zu denen wir geworden sind. Wir dürfen nicht im Horrorhaus des Verstandes mit seinen schlimmsten Szenarien gefangen sein, sondern müssen voll und ganz auf das Wohlwollen des Lebens vertrauen. Der Grad und die Geschwindigkeit des Erwachens, die durch einen beständigen, starken Lichteinfall von der Sonne verstärkt werden, sind darauf ausgerichtet und zugeschnitten, eine umfassende Verschiebung aller Ebenen der Existenz, aller Ebenen des Seins zu erleichtern. Das Feste wird flüssig, das Dichte wird leicht, das Unbewusste wird bewusst. Alles strebt danach, in das Licht des Einen gebracht zu werden. Das Unbewusste will bewusst werden, denn es ist die Natur und das Gesetz der Gegensätze, sich zu vereinen. Es ist der Tanz der Galaxien, der Dunkelheiten und des Lichts, der sich ausdehnt und sich selbst gebiert. Und es geschieht durch jeden von uns. So wie jeder Wassertropfen den Ozean enthält, enthält der Ozean jeden Wassertropfen. Alles ist miteinander verbunden, ineinander verwoben und ein Teil des Ganzen. Nach den dunklen Zeitaltern, die wir nun hinter uns lassen, dem Kali-Yuga, stehen wir nun vor dem großen Erwachen zu Gott und der Erkenntnis, dass Gott in uns ist und untrennbar mit uns verbunden ist. Wir erwachen aus einem Traum. Das karmische Rad der Trennung, das durch ein falsches Verständnis und eine Fehlgeburt der Seele verursacht wurde, ein Sturz in die Vergessenheit, ein tiefer Schlaf, in dem wir betäubt wurden, um an einen äußeren Schöpfer zu glauben, der von einer ausgewählten Autorität repräsentiert wird, an die wir unsere göttliche Macht im Gegenzug dafür verkauft haben, dass wir regiert und machtlos gemacht wurden. Diese Illusion kann jedoch nicht länger existieren, da wir durch den immensen Einfluss des photonischen Lichts, das Wellen von Upgrades reiner Göttlichkeit Quellintelligenz sind, die den kollektiv stattfindenden evolutionären Wandel erleichtern, aufgewertet und emporgehoben werden. Die Verstrickung in das Matrix-Programm des Trennungsdenkens Teile und Herrsche wird durch dieses hochfrequente, eintreffende Licht rasch aufgelöst. Die Verstrickung löst tiefe Wunden, falsche Glaubenssätze und Lügen im Außen wie im Innen. Einen Zusammenbruch unseres Verständnisses der Welt im Allgemeinen, sogar der physikalischen Gesetze. Wir sind gezwungen, außerhalb des 3D-Rahmens unseres Verstandes zu denken, außerhalb der Verengungen der Dualität.
Der Schleier zwischen dem Realen und dem Irrealen wird immer dünner, so dass man sogar beides gleichzeitig sehen kann, was zu Verwirrung, Desorientierung und Angst führen kann. Wut, Unglaube und kognitive Dissonanz können Depression und Stagnation verursachen, da das Hologramm vor unseren Augen zerfällt. Widerstand und Unwillen, diese falschen Realitäten und die falsche Vorstellung davon, wer wir sind, loszulassen, werden vom Ego ausgelöst, da es sich unfähig und unwillig fühlt, ins Unbekannte hinausgestoßen zu werden. Und so können Furcht und Angst oder sogar Panik aufkommen. Es gibt keine soliden Beweise für die Materie, an denen man sich festhalten könnte. Unser Körper und sogar die Synapsen in unseren Zellen werden kristallin und können nicht mehr auf niedrigeren Frequenzbändern arbeiten, da die Drehung unserer Zellen durch das eintreffende photonische Licht und die Frequenzerhöhungen, denen wir ausgesetzt sind, radikal zunimmt. Die Notwendigkeit, uns selbst als Schöpfer unserer Realität zu erkennen und anzuerkennen, ist unabdingbar für uns, um durch das Nadelöhr zu navigieren, ohne unser Ziel zu kennen. Durch den Wegfall der grundlegenden Gesetze der Dualität, wie zum Beispiel der Zeit als Konzept, gibt es eigentlich kein Ziel mehr. Im piscianischen Zeitalter waren wir dazu bestimmt und gefangen im ständigen Zyklus von Geburt, Tod und Wiedergeburt. Da wir uns auf höhere Oktaven des Lichts bewegen, ändern sich diese physikalischen Gesetze in Übereinstimmung mit den Veränderungen in unserem Bewusstsein. Es ist von größter Wichtigkeit, diese alten Konzepte loszulassen, da sie unseren Verstand in linearem 3D-Denken gefangen halten, was zu Verwirrung und Desorientierung durch den Zusammenbruch der Synapsen führen wird. Es gibt keine Straßenkarten und keine intellektuelle Methode, die uns durch die unerforschten Gewässer dieses neuen ozeanischen Spielplatzes und der Frequenz des Quantenquellenfeldes navigieren kann. Wie blinde Maulwürfe, die ihren Weg ertasten müssen, müssen wir auf unser Herz vertrauen und unserem inneren Kompass folgen. Unser heiliger Herzraum ist der sichere Hafen und das Lichthaus, auf das wir uns immer verlassen und zu dem wir zurückkehren können, wenn wir tiefer in die unbekannte Tiefe des Unbewussten vordringen, um unserem Schöpfer zu begegnen, der bewussten Allgegenwart Gottes im Inneren, die alle Wesen und alles Leben durchdringt. Jetzt werden wir mit noch nie dagewesener Kraft aufgefordert und gedrängt, uns hinzugeben, im Geist und im Herz flüssig zu werden, um Gott den Weg zu ebnen, uns die Welt in einem ganz neuen Licht zu zeigen und zuzulassen, dass alle Falschheit und Lügen wegfallen. Gib alle Kontrolle auf und erlaube dem Leben, sich selbst durch dich zu leben, ohne Anhaftungen, die in unsere Vorstellung oder unser Konzept des Möglichen passen. Gebt euch stattdessen dem inneren Wissen des Unmöglichen jenseits des Unmöglichen hin. Der Regenbogen beginnt und endet im Herzen. Es gibt kein Hier und kein Dort, keine Vergangenheit und keine Zukunft. Nur das Jetzt ist wichtig
und es ist der Ort, an dem diese neue Erde durch jeden von uns geboren wird. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.